Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss mich echt bei euch entschuldigen, dass es momentan so zäh ist mit den Videos. Aber wie ihr seht, heute ist es schon richtig, richtig gut. Ich bin momentan einfach total krank. Es geht auch einfach nicht weg. Wer mir auf Instagram folgt, hat die Geschichte auch schon mitbekommen. Falls ihr mir nicht folgt, holt das gerne nach. Da verpasst ihr nämlich sonst die besten Geschichten. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich habe die ganze Zeit ja schon diese Erkältung und ständig Nasenbluten. Und an Heiligabend hat die Nase dann auf einmal nicht mehr aufgehört zu bluten. Über eine Stunde konnte ich die Blutung nicht stillen. Bin dann bei meiner Schwester da unten in Esslingen, also in Schorndorf, ins Krankenhaus. Und habe gesagt, ja, meine Nase hört nicht auf zu bluten. Ich höre seit 2 Tagen nichts mehr auf dem Ohr. Und habe dann 3 Stunden in einem Wartezimmer gewartet, damit dann die Ärztin reinkommt und sagt, ja, manche Grippen sind halt einfach hartnäckig, müssen sie halt auskurieren. Dann habe ich gesagt, ja, können Sie trotzdem mal in mein Ohr reinschauen, ich höre nichts mehr. Nee, ich bin ja keine HNO, müssen Sie jetzt einfach sich ins Bett legen und schlafen. Gut, Dienstag, also das war Samstagnacht. Dienstag bin ich dann zu meinem Hausarzt, der hat in mein Ohr reingeschaut und hat gesagt, ja, dein Trommelfell ist hochgradig entzündet, blutet in den Gehörgang rein. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag hat es dann auch angefangen, ins Auge rein zu bluten. Also heute sieht es wirklich schon sehr, sehr gut aus. Ich habe dann eine Überweisung ins Krankenhaus bekommen, die wollten mich auch stationär dort behalten. Aber es war kein Zimmer frei. Story of my life, ich sag's euch. Ja, das war so die Kurzfassung. Ich behandle mich jetzt zu Hause selbst mit Antibiotika unter ärztlicher Aufsicht und mit Spülungen etc. etc. Jetzt habe ich euch 2 Minuten die Ohren voll gequatscht, aber deshalb kommen momentan so wenig Videos und ich bin auch selbst ein bisschen genervt davon, weil ich euch gerne schon meine Tops und Flops präsentiert hätte, wie ich das jedes Jahr am Jahresende mache. Ich hätte euch gerne schon meine Jahresstatistik gezeigt, aber das müssen wir halt jetzt alles in den Januar schieben. Aber ich habe mir gesagt, ich höre zwar immer noch nichts, aber mein Auge ist wieder halbwegs klar. Ich kann auch wieder was sehen. Das war ja auch das Problem. Ich habe einfach nichts gesehen, konnte dementsprechend auch nichts lesen und hätte euch auch die Klappentexte nicht vorlesen können. Von daher machen wir das jetzt einfach heute. Wir machen mit den Neuzugängen aus dem Dezember weiter und ich habe es euch jetzt gerade schon so kurz gezeigt. Das erste Buch, das im Dezember hier einziehen durfte, beziehungsweise nicht das erste, aber das erste, das ich euch heute zeige, ist Don't Love Me von Lena Kiefer. Ich hatte es ja auf meiner Weihnachtswunschliste und die liebe Tatjana, meine Soul Sister, Grüße gehen raus, hat es mir zu Weihnachten geschenkt. Ich habe ja gesagt, das ist die einzige Reihe von Lena Kiefer, die ich noch nicht gelesen habe und das möchte ich unbedingt dieses Jahr tun. Habe sogar das Buch ja auch auf meine 23 für 23 Liste gesetzt, also war es tatsächlich das perfekte Geschenk und jetzt lese ich euch auch nochmal den Klappentext vor. Er hat ein dunkles Geheimnis, sie ist tabu für ihn. Haben sie eine Zukunft? Kenzie ist nicht gerade begeistert davon, in den schottischen Highlands ihr Designpraktikum zu absolvieren. Doch als sie bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie von der ersten Minute an. Doch welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abweisenden Verhalten? Lyle bleibt einen Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er der Designstudentin Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken, denn ihre Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als er, wie verhängnisvoll eine Beziehung zu ihm für sie enden könnte. Dann durfte hier ein Buch einziehen, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Da habe ich auch schon den Netflix-Trailer dazu gesehen. Das Buch wurde nämlich gerade zu einer Netflix-Serie verfilmt. Steht auch hier. Ein Netflix-Film. Es ist keine Serie, es ist ein Film. Sorry. The School for Good and Evil, es kann nur eine geben. Wie der Name schon sagt, geht es um eine Zauberschule. Die eine Hälfte der Schüler und Lehrer sind halt gut, die andere Hälfte sind böse. Aber ich werde euch gleich auch noch den Klappentext dazu vorlesen. Ich finde auch die Besetzung sehr, sehr toll. Also das, was ich vom Trailer gesehen habe. Ich habe das Buch zwar jetzt selbst noch nicht gelesen und habe auch vor, es zuerst zu lesen, bevor ich den Film mir anschaue. Um einfach noch mehr in das Ganze, in die ganze Thematik einsteigen zu können. Aber das, was ich so bisher gesehen habe, finde ich von der Personenauswahl doch schon richtig, richtig gut.
Auf der Schule der Guten und der Bösen werden Jugendliche darauf vorbereitet, ihr ganz persönliches Märchenabenteuer zu erleben. Die gestylte Sophie sieht sich schon als Prinzessin mit besten Aussichten auf einen attraktiven Helden. Ihre eigenbrötlerische Freundin Agatha hingegen kann nur auf einen Part als Hexe hoffen. Doch dann kommt alles ganz anders, denn der finstere Schulmeister hat für die beiden einen dämonischen Plan. Das Einzige, was ich so ein bisschen bemängeln kann, ist die Konsistenz des Buches. Also die Seiten sind ganz normal, aber der Einband ist halt total labberig und bin mal gespannt, ob der Buchrücken dann ein Lesen auch mitmacht. Aber in der Regel sollte das gut gehen, weil man die Seiten sehr gut biegen kann. Ich bin ja jemand, ich lese ja meine Bücher so, damit ich den Buchrücken nicht zerstöre. Das verstehen auch nur Bookies. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein Dinge, die nur Buchmenschen verstehen Video. Das nächste Buch, das im Dezember hier einziehen durfte, das habe ich tatsächlich schon gelesen, als es damals erschienen ist. Aber ich hatte es als E-Book von der NetGalley zur Verfügung gestellt bekommen und dachte mir, es wird jetzt Zeit, dass du es mal auch selbst im Regal stehen hast. Besonders, weil die Erstauflage halt auch einen farbigen Buchschnitt hatte. Der ist auch so gut wie nirgendwo mehr zu bekommen. Aber ich habe eben das Glück, dass ich hier in einem kleinen Kuhdorf wohne mit zwei kleinen Buchläden und da stehen die Bücher halt doch manchmal länger als bei den großen Anbietern wie Thalia und Hugendubel und deshalb hat meine kleine Mini-Bücherei, nein nicht Bücherei, mein kleiner Mini-Buchladen das Buch noch als Erstauflage zur Verfügung gehabt. Ich spreche von Kingdom of the Wicked, da habe ich euch ja auch schon in meinem Lesemonat damals von erzählt. Das ist auf jeden Fall der Originalbuchschnitt. Ich hatte mir beim ersten ja auch den von der Bücherbüchse bestellt. Und ja, nach vielem Hin und Her hat er mir dann doch nicht so gut gefallen wie der Originale. Und deshalb habe ich mir jetzt halt auch den zweiten als Originalbuch quasi gekauft. Ich würde euch natürlich den Klappentext gerne vorlesen, aber es ist der zweite Band und der würde zu viel spoilern. Ich habe auch schon auf meinen Kanälen so oft von diesen Büchern geschwärmt, weil sie wirklich richtig, richtig gut sind. Band 1 hat es zwar, glaube ich, auch in meine Highlights oder Tops von 2021 geschafft. Band 2 bin ich noch am Überlegen, ob es ein Top wird. Ich muss meine Liste und meine Statistik noch durchgehen, daher kann ich jetzt noch nicht so viel versprechen. Ich kann nur sagen, es ist eine wundervolle Reihe. Ich habe dieses Jahr so viele gute Bücher gelesen, deshalb fällt mir die Auswahl sehr, sehr schwer. Es geht um Hexen, es geht um die Fürsten der Finsternis, es geht um verbotene Liebe, es geht um Intrigen. Also ich kann euch die Reihe wirklich nur so sehr ans Herz legen. Dann hatte ich das Glück, bei Ravensburger ein Buch zu gewinnen, das ich unbedingt auch auf der Buchmesse eigentlich kaufen wollte, aber aus Zeitgründen nicht geschafft habe. Und das ist Christmas Kisses, der Adventskalender. Das ist von Ravensburger ein jährlicher Sammelband, nenne ich es jetzt einfach mal, in dem ganz viele Autoren und Autorinnen, die da unten aufgeführt sind, zum Beispiel Stefanie Hasse, Alexandra Flint, Anne Lück, Kim-Lina Ocker und so weiter, eine kleine Kurzgeschichte verfasst haben. 24 Stück sind es an der Zahl, also quasi für jeden Abend im Bett eine Geschichte zum Lesen. So genau habe ich das nämlich auch gehandhabt. Ich habe immer jeden Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin oder bevor ich schlafen gegangen bin, im Bett noch eine Geschichte gelesen. Die eine hat mir mal mehr gefallen, die andere mal weniger. Aber ich fand das Buch richtig toll. Es war auch nur eine bestimmte begrenzte Auflage, also Anzahl an Büchern. Es wird, glaube ich, auch nicht weiter gedruckt, weil es einfach der Christmas-Kalender für dieses Jahr ist. Es gibt noch ein Silvester-Spezial, das habe ich mir tatsächlich noch nicht angeschaut, aber das wollte ich einfach auch an Silvester selbst machen. Wenn ich euch das nächste Buch zeige, das hier einziehen durfte, habt ihr wahrscheinlich ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Aber der ein oder andere kann sich vermutlich auch denken, warum es einziehen durfte. Ich spreche von Sebastian Fitzeks, Der Heimweg. Ich glaube, ich habe das in einem der letzten Videos auch schon kurz erklärt. Aber falls ihr das noch nicht gesehen habt, einfach jetzt nochmal eine kurze Erklärung, warum ich plötzlich einen Thriller in die Höhe halte. Also, zum Ersten habe ich auf der Buchmesse gesehen, wie sympathisch Sebastian Fitzek ist. War mir irgendwo unterbewusst schon klar, dass es ein sehr sympathischer Mensch ist. Ich meine, ich folge ihm auch bei Instagram und er macht auch
manchmal sehr lustigen Content. Und ich sage schon seit Jahren, gefühlt bestimmt schon seit 2 Jahren, dass ich endlich mal einen Fitzek lesen möchte. Und ich glaube, Anfang des Jahres hat die liebe Tatjana, von der ich auch das andere Buch geschenkt bekommen habe, gesagt, komm, wir lesen jetzt einen, und hat sich Der Heimweg bestellt. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, dass es bei Rebuy so, ja, in dieser schwarzen Erstauflage Limited Edition online kommt. War es die ganze Zeit nicht. Und jetzt, ich glaube November, Ende November, habe ich es dann gesehen und habe es dann auch gekauft. Das reflektiert, ich muss ein bisschen gucken. Ja, wurde dann halt auch erst im Dezember geliefert. Deshalb kann ich es in den Dezember Neuzugänge Monat mit aufnehmen. Und jetzt erzähle ich euch noch, um was es geht. Samstag, kurz vor Mitternacht. Jules Tannberg sitzt am Begleittelefon. Ein Service für Frauen, die nachts auf ihrem Heimweg Angst bekommen und eine beruhigende Stimme brauchen. So wie Clara. Die junge Frau glaubt, von einem Psychopathen verfolgt zu werden, der vor Wochen mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte. Claras Todestag, und dieser bricht gerade an. Falls ich jetzt anders sitze, tut's mir leid. Ich wollte eigentlich nur mein Bein anwinkeln und habe das ganze Stativ umgeworfen. I'm so sorry. Ja, kommen wir aber zum nächsten Buch. Auf das hatte ich mich bei Instagram beworben. Die Autorin hat 3 LeserInnen oder RezensentInnen gesucht. Und da das Buch die ganze Zeit schon auf meiner Wunschliste stand, dachte ich mir, versuchst du einfach mal dein Glück. 2022 war ja mein Motto Pech im Spiel, Glück in der Liebe, beziehungsweise umgekehrt Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Und deshalb hatte ich auch Glück und habe das Buch gewonnen. Ich sage es jetzt einfach mal so, um bei der Phrase zu bleiben. Zwillingskronen, die Rückkehr des weißen Hirsches von Annemarie Plenk. Ich habe das Buch auch schon gelesen, mehr dazu werde ich natürlich im Lesemonat erzählen. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Hirsch-Fan. Das war damals tatsächlich der ausschlaggebende Grund, dass da Zwillinge stand und ein Hirsch drauf war, weil es so 2 Schlagwörter oder Schlagsymbole waren, die ja herausgestochen haben. Aber auch der Klappentext konnte mich natürlich überzeugen, ansonsten hätte ich es ja auch nicht gelesen. Lilia Falk führt ein einfaches Leben außerhalb der Reichweite der grausamen Ice Lady, die das Land vor 19 Jahren zum ewigen Winter verdammt hat. Doch sie hütet ein gefährliches Geheimnis. Sie ist eine Feuergeborene, ein Kind der Flammen. Als eines Tages ihr Zwillingsbruder Lero spurlos verschwindet und die königliche Garde ihr Dorf überfällt, trifft die junge Frau auf Akia, ihr Retter oder eine weitere Bedrohung. Der geheimnisvolle Mann übt eine große Faszination auf Lilia aus. Und umgekehrt scheint es ihm genauso zu gehen. Gemeinsam geben sie sich auf die Suche nach ihrem Bruder. Doch schon bald muss Lilia feststellen, manchmal lassen sich Freund und Feind nur schwer voneinander unterscheiden. Im Dezember erschienen und auch direkt bei mir eingezogen ist Because It's True von Kira Moon und Kelly Moran. Das habe ich euch ja auch schon mal in die Kamera gehalten. Das ganze Buch besteht aus 2 Kurzgeschichten quasi. Es hat auch gar nicht so viele Seiten. 268. Das heißt, jede Kurzgeschichte hat ungefähr 130, 140 Seiten. Die eine Geschichte hat Kira Moon, die andere Kelly Moran geschrieben. Die eine heißt 1000 Momente und die andere Ein einziges Versprechen. Es war damals die Aufgabenstellung des Verlags, dass man gesagt hat, schreibt eine Geschichte zu der Thematik, steht drauf, erzähl mir 3 Dinge über dich, eine Wahrheit, eine Lüge und etwas, von dem du dir wünschst, dass es wahr oder gelogen wäre. Und genau darauf sollten die Geschichten der Autorinnen aufbauen. Es wird ja noch einen 2. Band geben, da hat, dann Anja Omer und Nicola Hotel jeweils eine Geschichte dazu geschrieben. Da geht mich nicht drauf fest, ich glaube, die beiden waren es, also Nicola Hotel auf jeden Fall. Und das wird auch im Laufe des Jahres noch erscheinen. Ich habe jetzt hier den 1. Band, wie gesagt. Und was ich dazu zu sagen habe, das erfahrt ihr natürlich wie immer im Lesemonat. Hier gibt es immer nur den Klappentext. 1000 Momente. Ein gutes Buch, ein Glas Eistee und eine Katze auf ihrem Schoß. Das ist Rosemary Fillmores Vorstellung von einem perfekten Feierabend. Vor allem, da sich ihre Katze im Gegensatz zu den Teenagern, die sie tagsüber unterrichtet, nie über ihre Buchauswahl beschwert. Literatur ist Rosemarys ganze Leidenschaft. Es gibt für sie kein größeres Glück, als in einer spannenden Geschichte zu versinken.
Doch ihre drei Lieblingsschülerinnen sind anscheinend der Meinung, dass Rosemary mehr als nur einen fiktionalen Mann in ihrem Leben braucht und geben ihr einen Schubs in Richtung eines gewissen eigenbrötlerischen Bibliothekars. Eigenbrötlerisch ist heute anscheinend das Lieblingswort der Klappentexte. Ja, und dann kommt noch ein einziges Versprechen. Jack ist 19 Jahre alt, 19 verdammte Jahre. Eigentlich sollte er gerade seine Zukunft planen. Stattdessen kümmert er sich fast allein um seinen vierjährigen Bruder Finlay, versucht parallel dazu, den Pub seines Vaters über Wasser zu halten. Der betäubt sich nach dem Tod seiner Mutter mit Alkohol, während Jacks älterer Bruder sich immer mehr zu einem verantwortungslosen Arsch entwickelt. Seine beste Freundin Vic hilft, wo sie kann, aber sie wird bald zum Studieren nach Edinburgh gehen. Was vielleicht sogar gut ist, weil Jack bei jedem Treffen mit der Frage kämpft, ob er ihr die Wahrheit sagen soll, darüber, was er fühlt. Er kann sich einfach nicht entscheiden. Lüge oder Wahrheit, Sicherheit oder Risiko, Freundschaft oder Liebe. Last but not least, das letzte Buch, das im Dezember hier einziehen durfte, war Winterfall, A Place to Love aus dem Hardcraft Verlag. Wie das Cover vielleicht schon erahnen lässt und wie das Wort Winter vielleicht schon erahnen lässt, handelt es sich um eine winterlich angehauchte Liebes- und Drama-Geschichte. Mehr werde ich dazu auch nicht sagen. Ich bin ja immer wieder begeistert, was der Hardcraft Verlag für schlichte, aber trotzdem aussagekräftige und wunderschöne Cover macht. Es war ja bei dem letzten Buch von Annie auch so, dass da ja so ein richtig schön herbstliches Cover gestaltet wurde. Also du hast das Buch gesehen und du hast gesagt, okay, das ist eine herbstliche Geschichte. Hier siehst du das Cover und sagst, okay, es ist eine winterliche Geschichte. Und mehr braucht es doch auch nicht, oder? Ich werde euch jetzt natürlich auch noch erzählen, um was es in der Geschichte auch wirklich geht. Er hat strikte Regeln, doch sie bricht jede davon. Irgendwo in Sicherheit sein und vor allem nie wieder zu ihrem Mann zurück. Nichts wünscht sich Hayley Rivers mehr, als sie sich in die verschneite Kleinstadt Aspen flüchtet. Nur wegen ihm hat sie eine scheinbar unüberwindbare Eisschicht um ihr Herz errichtet. Ihr fehlt der Mut, sich jemanden anzunähern, bis sie Harlan Crane begegnet. Dabei passen ihr der knisternde Kamin und seine Wärme gar nicht in den Kram. Denn was sie nämlich nicht in ihrem Leben gebrauchen kann, ist noch mehr Chaos. Und dieser Filmstar könnte alles gefährden. Trotzdem bewegt er etwas in ihr, das sie längst verloren geglaubt hatte. Kann sie es wagen, ihm zu vertrauen und ihr Herz für ihn zu öffnen, oder sollte sie versuchen, gegen die Funken zwischen ihnen anzukämpfen? Sie sollte sich von ihm fernhalten, zu ihrem und zu seinem Schutz. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im Dezember hier eingezogen sind. Wie immer habe ich sie euch unten in der Infobox verlinkt. Dort findet ihr den Thalia und den Amazon-Link zum Shoppen. Das sind wie immer Affiliate-Links. Das bedeutet, wenn ihr über einen meiner Links das Buch kauft oder ein Buch kauft, dann kostet euch das nicht mehr. Aber ich kriege eine kleine Provision, Aufwandsentschädigung, wie auch immer. Und ja, wenn ihr mich einfach unterstützen wollt und eins der Bücher sowieso kaufen wollen würdet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das über meinen Link machen würdet. Da könnt ihr mich nämlich einfach ein bisschen mit unterstützen. So, das war jetzt genug Werbung. Ich habe auch bald noch eine größere Ankündigung zu machen, die euch vielleicht ganz gut gefallen wird. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!